Jo Leute, was geht ab? Und die Scuderia Ferrari hat gestern ihren F1 75 vorgestellt. Das, ich war schon ein bisschen gehypt drauf, muss ich sagen. Es ist eigentlich jedes Jahr ein Highlight. Ich meine, auch wenn man schon weiß, dass das Auto rot ist, aber trotzdem, wenn, ja, die Tifusi ihre Autos vorstellen. Ich finde das immer wieder ziemlich cool. Also ja, wir gucken natürlich direkt das erste Bild oder fangen wir mal ganz vorne an. Und ich habe mir das Launch wieder angeguckt. Ja, es war nicht Ferrari-würdig, würde ich fast sagen, der Launch. Ja, Mattia Binotto ist rausgekommen, hat alle auf Italienisch begrüßt, hat auch auf Italienisch weitergeredet. Man hat dann natürlich auch einen englischen Untertitel gehabt. War alles okay. Das Video oder dieser Stream ging circa 15 Minuten lang. Man hat das Auto vor einem Greenscreen-ähnlichen Hintergrund vorgestellt. Also ich habe auch im Internet schon gesehen, die sind echt verspottet worden für diese ganze Vorstellung, weil das teilweise auch ausgesehen hat wie so eine Parodie oder so. Aber ja, gut. Das war's dann aber eigentlich. Also man hat dann noch kleine Interviews geführt. Natürlich so Kampfansagen und so weiter, auch von Sainz Leclerc. Ein paar Worte von John Elkann. Und ja, nach 15 Minuten hat man, also man hat ihn dann präsentiert, circa nach 8 Minuten oder so. Dann hat man ihn gezeigt, dann war so ein kurzer Moment so, wow. Und dann, ja, war es eigentlich schon wieder vorbei. Und ja, es gab auch vieles heute in der Formel 1 und ich weiß nicht genau, ob das alles in das heutige Video geht. Nämlich in News wird es echt viel Neues geben, punkto FIA-Regeln. Sie haben auch unter anderem Michael Masi ihm seinen Job weggenommen. Der hat jetzt ein anderes Duo. Es gibt auch einen Videoassistenten und so weiter, aber das alles werde ich wahrscheinlich in ein anderes Video packen. Jetzt kommen wir mal zum Ferrari und das ist das erste Bild. Ich finde ihn traumhaft schön. Ich blende euch einen Vergleich an. Mich erinnert ein bisschen an den Ferrari 640 aus der Season 1987. Mit diesem schwarzen Frontflügel und dem roten auch mit dem Spitzen und so weiter. Zeige ich mal. Mich hat er echt ein bisschen daran erinnert. Und so sieht er aus. Es fällt auf. Die Luftanlässe sind ein bisschen anders wie bei den anderen. Man hat auch diese Kühlerschlitze an den Seiten, ähnlich wie Aston Martin. Und ja, natürlich auch so fällt auf. Sie sind doch das erste Team, die auf dieser Bremsbelüftungszeug an den Vorderreifen einen Sponsor geklebt haben. Finde ich auch okay. Wir haben wieder natürlich Shell, aber am Heckflügel fällt auf jeden Fall nur auf kein Sponsor drauf, also kein Mission Winner und so weiter mehr. Alles wirkt ein bisschen cleaner, auch die Nummer nur in schwarz, auch vorne nur in schwarz, keine Umrandung, nichts. Ich finde das eigentlich ein sehr cleanes Design, aber natürlich ist das Augenmaß mal auf der Nase, weil die einen komplett anderen Weg gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es verrückt ist oder ob es aufgehen kann, der Plan. Auch von Amazon sind die gesponsert von AWS. Aber an sich gefällt mir das Auto sehr gut. Die Nase, auf die werden wir später noch ein bisschen genauer eingehen. Das zweite Bild zeigt das Ganze von vorne und hier sieht man dann auch ein bisschen mehr die Nase. Auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also die geht auch auf so eine Spitze zusammen, sehr dünn, sehr zierlich. Und trotzdem ja, wirkt das Auto von vorne echt clean. Also gerade so alles von der Nase weg, also man sieht dann fast keine Sponsoren mehr, außer Reban natürlich und so weiter, aber trotzdem alles sehr clean, alles sehr okay, strukturiert und ja, wunderbar. Dann die Seite nochmal und hier haben wir dann natürlich, da haben wir Richard Miles und so weiter, ja, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber auch sehr clean mit dem Schwarzen gehalten, gefällt mir sehr, sehr gut, auch dass der Heckflügel komplett in Schwarz gehalten ist, oben ein bisschen schwarz, nicht dieses ekelhafte Leuchtgrün, das sie da letztes Jahr drauf geklatscht haben, was gar nicht dazu gepasst hat, nein, man hat jetzt einfach ein schönes Schwarz-Rot-Design, auch das Rot wunderbar, nicht irgendwie so komisch matt verglänzt und so, nein, also das Design ist cool, ist natürlich basic, muss man sagen, und ja, hier haben wir dann den direkten Vergleich zum letzten Jahr, da meine ich auch dieses Mission Win Now in diesem Grün, hat mir gar nicht gefallen, auch so im Vergleich, das Design hat sich nicht großartig geändert. Das Rot ist ein bisschen dunkler geworden, was meiner Meinung nach wirklich wie der Ferrari 640 aussieht von Gerd Berger damals. Sieht echt verdammt gut aus, muss ich sagen. Sieht sehr smooth aus, sehr sexy. Die Nase, ja, sind auch letztes Jahr dann einen anderen Weg gegangen mit der Nase. Auch 2014 ist man da mal einen anderen Weg gegangen. Fernando Alonso, Kimi Räikkönen damals. Sahen auch die Nasen sehr komisch aus. Fast kein, ich glaube, zwei Podien, nicht mal einen Win oder so. Also das kann nicht immer aufgehen. Auch von vorne sieht man auf jeden Fall, designmäßig hat man sich da weiterentwickelt. Aber die Kühlschlitze, die waren auch letztes Jahr schon so riesig. Ich bin sehr gespannt. Hier haben wir dann die Rennanzüge, diese
Klamotten der beiden. Und ja, ich weiß nicht, mit den Rennanzügen kann ich mich nicht richtig anfreunden. Es gibt leider kein Bild noch. Aber auch die Rennanzüge sind so ähnlich wie die T-Shirts. Gefallen mir persönlich nicht. Also, ja, cool, finde ich cool natürlich, dass man Carlos Sainz, weil er ein Spanier ist, ihm einen gelben Strich gegeben hat, dann mit Rot und Gelb. Und auch Charles Leclerc einen weißen Strich für Monaco und so weiter. Also, finde ich auch ziemlich toll. Und ja, also wir kommen noch zu den Vergleichen. Hier haben wir einen direkten Vergleich zum, zu McLaren. Und da fällt natürlich mal eins auf, die Nase geht weiter nach vorne, spitzer geht sie nach vorne. Auch der Kühleinlass, der ist riesig. Der geht ja von dem Monocoque bis rüber zu den Seitenkästen. Und das ist dann echt riesig, aber vielleicht bringt's was. Vielleicht bringt das Ferrari die alte Stärke zurück. Heckflügeltechnisch, ja. Das sieht auch ein bisschen zierlich aus beim Ferrari. Dann gucken wir uns hier mal den Vergleich an der Seite zum Aston Martin. Der ist wieder verkehrt rum gespiegelt, das tut mir leid. Aber Ferrari, also normalerweise macht man von links nach rechts die Autos, so wie es Ferrari hingestellt hat. Aber Aston Martin und auch AlphaTauri haben das andersrum gelauncht. Deswegen muss ich da jetzt die Sponsoren verkehrt draufkleben. Es ist egal. Das Auto an sich hat sich ja nicht stark verändert und man sieht dann auf jeden Fall auch, dass die Kühleinlässe bei Ferrari und bei Aston Martin fast gleich sind. Also da hat man ähnliche Ansätze gehabt, denke ich mal. Auch bei der die Nase ist ein Ticken, mir sieht die beim Ferrari zierlich aus wie beim Aston Martin, auch hinten rum. Also da ist es auch ein bisschen schmuffer. Was am Ende natürlich das bringt, weiß ich nicht. Also das kann natürlich alles gut sein. Hier nochmal im Vergleich zum McLaren. Da fällt mir natürlich mal auf, dass man auf jeden Fall beim Seitenkasten sehr steil hochgeht und dann hinten erst, also so ähnlich auch wie im letzten Jahr manche Autos waren, da ist bei McLaren oder auch gerade bei Aston Martin, gehen wir noch mal kurz zurück, die haben ja dann eher weniger ist mehr gemacht. Ferrari hat dann eher so Holz, so speermäßig, spärlich, auch vorne, also unter dem Halo, also Unterboden beim Halo, da hat man bei McLaren ein bisschen mehr Raum zwischen Hinterreifen und dann bis das Zeug hier anfängt, ich markiere es euch mal, und ja, auch vorne die Nase natürlich, mir gefällt, was beide gemacht haben. Auch hier hat man da hinten, bei Ferrari, sowie bei, man hat da nicht so einen kleinen Steher noch rauf, aber man hat auch so ein kleines Hugerl rauf bei Ferrari im Heckflügel, also, fangen wir mal an, ja, der Blick auf jeden Fall zeigt, genau, also Ferrari hat ein modulares Nasensystem entwickelt und das hat es in der Formel 1 in dem Maß noch nie gegeben. Man hat anstelle einer Nasensektion hat man einfach zwei separate Elemente gemacht. Man glaubt auch, dass es einen Grund haben soll, dass man so effizienter Teile entwickeln kann und natürlich wegen der Budgetobergrenze, dass man dadurch auch noch Geld sparen kann, wenn man dann auf anderen Bereichen seine vorhandenen Ressourcen noch auf andere Bereiche unterlagern kann. Viele News gab es heute, wie gesagt, das möchte ich aber nicht alles in dem Video ausquetschen und quatschen. Hier sehen wir nochmal die Nase und ja, da ist man einen komplett anderen Weg gegangen. Ich bin sehr gespannt, ich finde auch die Bilder immer cool, was da veröffentlicht werden, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das war es ja noch gar nicht. Hier haben wir nochmal den Vergleich zum Aston Martin. Und da sieht man auch auf jeden Fall, die Kühlschlitze sind gleich, aber der geht ein bisschen steiler auf. Man hat da so ein richtiges Loch bei Ferrari. Also wenn es regnet, wird es ein bisschen schwierig. Kappa natürlich, ich mag den Ferrari. Aber ja, auch so von, ja, man kann natürlich jetzt nicht hundertprozentig von dem Bild ausgehen, aber trotzdem finde ich das ziemlich cool. Auch man hat hier sich wieder für einen Endblade Wing noch entschieden, auch wie bei den bemannten anderen Teams schon. Und das letzte Bild hier ist so half-half mit dem McLaren. Und ja, das würde eigentlich auch gut passen, muss ich sagen. Aber ja, ich meine, ich weiß nicht genau, was man in diesen Bildern erkennen kann. Ich bekomme sie immer nur hier und denke mir so, okay, dann machen wir es noch. Ich finde Ferrari toll. Ich würde ihn in meinem Ranking auf jeden Fall in die Top 3 geben. Also da würde bei mir AlphaTauri und dann, warte mal, was war denn jetzt drin? Auf 1 würde ich jetzt den McLaren geben. Auf 2 war dann der Aston Martin. Der würde jetzt auf 3 rutschen. Und das finde ich auf 2 den Ferrari. Der Ferrari ist echt ein tolles Auto. Sieht wunderschön aus. Schreibt gerne eure Meinungen rein. Und ja, Formel 1 News kommt später wahrscheinlich auch noch hier auf den Kanal, was es alles an Regeländerungen gab. Aber wir können hier noch einmal kurz auf die News des Tages so blicken. Warten wir, okay.
Deswegen kann ich nur sagen, vielen Dank, abonniert gerne den Channel, schaut gerne später vorbei, aktiviert gerne die Glocke, dass ihr nichts verpasst, schaut auch gerne auf TikTok vorbei, da gibt es kürzere Versionen davon und auch gerne auf Instagram. Aber falls ihr es ausgeklärt und meine Meinung dazu hören wollt, schaut unbedingt auch hier vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken, bis morgen und später und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.